herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist ein bisschen leer hier bei mir. Ja, es halt wahrscheinlich, weil ich noch mitten im Umzug stecke. Und ich hoffe, der Ton geht einigermaßen. Ich wollte euch mal ein bisschen abholen, auf den aktuellen Stand bringen und ein Q&A announcen. Also dieses Video hier dient als Q&A. Schreibt mal in die Kommentare. Dann gibt es am Sonntag ein Video, wo ich die Kommentare beantworte. Ich freue mich drauf und ich hätte auch gleich noch ein paar Fragen an euch. Und zwar zwei Stück. Würden euch Videos mit Renault auf der Baustelle interessieren, mit Optitrack und sowas? Wäre das grundsätzlich mal interessant für euch? Oder sagt ihr da, nee, nicht schon wieder Werbung hier? Weil hier, es steht ja endlich mal nicht Werbung. Nee, damit. Da müsste es stehen, ja. Steht nicht mal Werbung über diesem Video. Oh mein Gott, was ist los auf dem Kanal? Was ist los mit dieser TV? Er macht keine Werbung mehr. Das ist ja der helle Wahnsinn. Nein, wie auch immer. Es war jetzt ja wirklich ein bisschen viel Werbung in letzter Zeit. Ich muss halt immer, für die Leute, die es nicht wissen, es steht zwar immer in der Beschreibung, aber guckt ja nicht jeder rein. Wenn ich die Fahrtkosten irgendwohin bezahlt bekomme oder die Anreise, da muss ich das Video als Werbevideo kennzeichnen. So ist leider die gesetzliche Lage. Ich kann da auch nichts machen. Es gab ja auch nur noch ganz, ganz selten Kommentare, hier machst du nur noch Werbung, bla bla bla. Von dem her ist eigentlich alles gut. Und die zweite Frage, die ich hätte, würden euch Krone-Auflieger interessieren? So, wie baut man einen Auflieger und sowas? Dann kann ich das vielleicht noch einbauen in nächster Zeit. Ich habe momentan noch ein bisschen viel Zeit, weil ich mich ja noch in dem Übergang befinde, in die Selbstständigkeit. Hatte heute ein sehr gutes Gespräch mit einem potenziellen Auftraggeber, wo ich wahrscheinlich auch anfangen werde. Da gibt es auf jeden Fall wieder internationale Tour und eventuell sogar ein ziemlich fettes Fahrzeug, aber mehr verrate ich dazu mal nicht. Es ist halt momentan gerade ein bisschen mit Corona und so weiter und so fort. Ich bin glücklicherweise noch gesund, ja, drei Kreuze, aber wie das sich noch mit der Wirtschaft entwickelt in nächster Zeit, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall war das mal so der grobe Plan. Jetzt wisst ihr Bescheid mit dem Auftraggeber, wenn das alles in trockenen Tüchern ist. Nee, lasst euch einfach überraschen. Mitte April sollte es dann losgehen mit der Fahrerei. Und genau, das war's. Ich habe jetzt noch ein paar Videos, ein Video gemacht, wo ich bei der IHK-Prüfung war in Reutlingen. Falls euch das interessiert, kommt hier im Anschluss hinten dran, damit ihr wenigstens etwas Positives mitnehmt, ja, oder ein bisschen Mehrwert habt, wenn das überhaupt ein Mehrwert ist. Anstatt dass ich hier einfach nur laber. Und ja, schreibt mir eure Fragen in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem nachfolgenden Video, wobei ich jetzt schon weiß, was für Fragen kommen. Was für ein LKW holst du dir? Was für ein LKW holst du dir? Was willst du fahren? Das braucht ihr euch, könnt ihr euch sparen, denn das werde ich noch nicht verraten. Also viel Spaß mit dem folgenden Video und wir sehen uns dann allerspätestens im April, ansonsten mit Optitrack-Videos und vielleicht sogar noch mit Krone-Videos. Macht's gut und viel Spaß. Ich weiß jetzt noch gar nicht, ob ich diese Reihe hier wirklich umsetze, aber ich bin jetzt in Reutlingen vor der IHK und habe jetzt die Unternehmerprüfung. Ja, die geht in einer halben Stunde los und ich bin schon ein bisschen nervös. Ich habe zwar gelernt, natürlich habe ich gelernt, natürlich, aber man weiß ja nie bei so einer Prüfung, ne? Kommt halt auch auf die Fragen drauf an. Ich habe jetzt zwei Stunden Rechenaufgaben, zwei Stunden schriftliche Prüfung und dann eventuell, wenn ich nicht gut genug bin, in Anführungszeichen, muss ich noch in die mündliche Prüfung. Die geht dann auch noch mal eine Stunde ab 14 Uhr. Also ja, vielleicht melde ich mich mal nach dem schriftlichen Teil oder vielleicht melde ich mich auch mal, wenn ich bestanden habe. Weil man kriegt das gleich Bescheid, das ist ganz gut. Und los geht's. So. Also, das war jetzt nicht ohne. Also ich müsste eigentlich, also ich brauche, also es sind 120 Punkte, die man da in der Prüfung kriegt, ungefähr so 50 Fragen. Und davon muss man im ersten Teil, davon muss man halt mindestens die Hälfte richtig haben. Das sollte ich geschafft haben. Aber mein Ziel ist natürlich, nicht in die mündliche Prüfung zu kommen. Ich glaube, das habe ich auch schon gesagt. Aber ob das dafür jetzt gereicht hat, weil da waren zwei, drei Sachen, die hatte ich irgendwie in meinen Vorbereitungsunterlagen nicht. Also die Prüfungsfragen werden nicht im Voraus veröffentlicht. Und da habe ich jetzt ein bisschen, ich sag mal, Freestyle gemacht. Ob es jetzt am Ende dann was... Also für die Mindestpunktzahl müsste es auf jeden Fall gereicht haben. Aber ob das jetzt reicht, um dann nicht ins Mündliche zu kommen, naja. Ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit.
Also man hat 2 Stunden für die Prüfung. Ich war ungefähr nach 1,5 oder nach 1 Stunde, glaube ich, fertig mit allem. Und habe jetzt 1 Stunde frei, gehe jetzt mir was zum Essen holen. Und dann kommt jetzt der Rechenteil, Teil 2. Der gibt 105 Punkte. So, wenn ich da jetzt komplett alles mache und in dem anderen müsste ich so vielleicht 70, 80 Punkte haben, wenn ich da jetzt alles richtig habe, hundertprozentig, dann müsste ich nicht mehr ins Mündliche, aber das wird niemals passieren. Deswegen, wird es wahrscheinlich nachher noch heißen, dann um 14 Uhr halt, ja, kommen Sie mal bitte ins Mündliche. Ich habe jetzt kein Problem mit mündlicher Prüfung, aber mir wäre es halt einfach lieber. Das Ding wäre, ui, komm mal, Truck-Junkie, Troll. Aber mir wäre es natürlich lieber, das würde einfach so klappen. Ich habe schon wieder Pause. Ich habe jetzt den zweiten Teil, also es sind ja 2 Teile schriftliche Prüfung inklusive dem Rechenteil. Ich habe jetzt fertig gerechnet, habe jetzt eine lange Mittagspause, 1 Stunde, und dann kriege ich das Ergebnis. Ich hätte jetzt 93 Punkte in dem ersten Teil. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Punkte im schriftlichen schaffe, dann habe ich es auf jeden Fall ohne mündliche Prüfung geschafft. Werde wahrscheinlich nicht ganz 100 Punkte haben, aber wenn ich 90 habe, dann passt, dann habe ich genau 183. Eigentlich würden sogar dann nur 87 reichen. Und dann habe ich das nämlich in der Tasche. Aber gut, ich gehe jetzt mal einen Döner essen und dann komme ich wieder zurück. Ach, so. Ja, mein Troll, Alter. Mein Troll kommt wieder von oben. Ach ja. Also, ich hatte jetzt ja die Prüfung. Ich habe 180 Punkte hätte ich gebraucht zum direkt Bestehen von der Prüfung. Und wie viel hatte ich? Hä? 177. Mir haben also 3 Punkte gefehlt, deswegen musste ich ins Mündliche. War dann jetzt im Mündlichen und habe im Mündlichen 80% oder so bekommen. Also das passt. Habe jetzt also die Prüfung bestanden, das heißt, ich bekomme jetzt Ende der Woche meinen Nachweis für die Prüfung. Damit kann ich dann die EU-Lizenz beantragen. Da muss ich jetzt noch gucken, weil ich habe ja momentan noch schon ein Gewerbe für das YouTube-Zeug. Da muss ich jetzt mal noch mit dem Steuerberater oder so sprechen, wie ich das jetzt am besten verwurschtel. Und ja, aber Schritt Nummer 1 ist schon mal getan. Immerhin. Also, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich muss mal gucken, ob es noch weitergeht, diese Videoreihe. Ich muss ja erstmal auf die Rückmeldung warten, was die Community sagt. Die sagt, mach weiter, mach so weiter, mach nicht weiter. Interessiert mich nicht, interessiert mich in feuchten Furz. Und ich werde auf jeden Fall ein bisschen weiter drehen. Ich denke mal, die nächsten Sachen, die kommen, wird dann wieder so eine Zusammenfassung sein von allem, was ich so brauche. Also alle Dokumente und so weiter, sobald es mal soweit ist. Da ich aber erst im April oder so starten will, hat das alles noch ein bisschen Zeit. Aber ich kann mir jetzt auch mal Fahrzeugangebote einholen. Ich kann mich ein bisschen um Kundenakquise kümmern. Und dann wird das alles mal ein bisschen in konkretere Bahnen gelenkt, der ganze Spaß. Ihr wisst ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und bis dann zur nächsten Folge von, keine Ahnung, nennen wir es Freddys Unternehmerkanal. Vielleicht habe ich ja einen Zweitkanal aufgemacht, kann auch sein. Oder es läuft jetzt ganz normal auf Diesel TV oder auf Freddys Kanal für dies und das, den gibt es ja mittlerweile auch. Who knows?